Hallo, da bin ich wieder. Ihr habt mich schon sehr oft gebeten, ein Video oder 100 Videos zum Thema Konjunktiv 2 zu machen. Konjunktiv 2 sind die deutschen Conditionals und es stimmt, es ist ein blödes Thema und ich könnte wahrscheinlich so ungefähr 20 Videos dazu machen. Deswegen fange ich mit dem ersten an. Ich würde heute ganz kurz den Unterschied zwischen wäre und würde in Konjunktiv, naja, was ist das, Präsens ansprechen, weil es ein Fehler ist, den meine Schüler jedenfalls sehr gerne machen. Und da schauen wir mal, was ist der Unterschied überhaupt. Also, aber wie gesagt, ich erzähle nicht alles über Konjunktiv 2, ich erzähle jetzt nur den Unterschied zwischen wäre und würde. Wann sage ich wäre, wann sage ich würde? Also, ich wäre gerne die Königin von England. Warum benutze ich hier wäre? Weil es hier um ein Substantiv geht. Wenn wir Substantive oder Adjektive haben, benutzen wir wäre. Wir schauen uns gleich noch mehr Beispiele an. Ich wäre gerne schlank, intelligent und berühmt. Das bedeutet erstmal, ich bin nicht schlank, ich bin nicht intelligent und nicht berühmt. Aber wenn ich es gerne möchte, dann sage ich, ich wäre gerne. Wir haben ein Adjektiv oder wir haben drei Adjektive und mit Adjektiven benutzen wir auch wieder wäre. Das Äquivalent auf Englisch wäre I would like. Und zwar, hier ist es wichtig, merkt euch bitte den Unterschied. Ich wäre gerne bedeutet I would like. Und ich wäre und dann direkt Adjektiv bedeutet I would. Ich wäre glücklich, wenn ich ein Känguru hätte. Also, das setzt schon mal voraus, ich bin nicht glücklich, weil ich kein Känguru habe. Das ist die Realität. Aber wenn ich träumen darf, dann sage ich, ich wäre glücklich, wäre, weil Adjektiv, wenn ich ein Känguru hätte. So. Und was gibt es noch? Ich wäre Professorin an der Uni, wenn ich Interesse an einer akademischen Laufbahn hätte. Laufbahn bedeutet Karriere. Ich wäre Professorin. Das bedeutet, ich bin keine Professorin, aber wenn ich Interesse an einer akademischen Karriere, an einer akademischen Laufbahn hätte, dann wäre ich Professorin. Wäre und nicht würde, weil wir das Wort Professorin haben und Professorin ist ein Substantiv. Okay? So, und jetzt darf ich euch nochmal darauf hinweisen. Also, wir haben zwei Sätze. Ich wäre gerne die Königin von England und ich wäre glücklich, wenn bla bla bla. Ich wäre gerne ist I would like, eine höfliche Form. Und ich wäre glücklich, das ist I would be happy. Also wäre bedeutet would be. Okay? Das verwechselt ihr nämlich ganz gerne. Und dann haben wir noch ein paar Beispiele mit würde. Ich würde gerne das Museum besichtigen. So, warum würde? Es ist sehr einfach. Würde benutzen wir, wenn wir ein Verb haben. Also, ich würde gerne was machen? Das Museum besichtigen. I would like to visit the museum. So, und wäre war auf Englisch I would be und würde ist I would do something. Also, ich würde das Museum besichtigen. Ich würde ins Kino gehen, wenn ich Zeit hätte. I would. Nein, Moment, das war falsch. Ich würde gerne das Museum besichtigen. Also, hier können wir zwei verschiedene Sachen machen. Wir können sagen, ich würde gerne das Museum besichtigen. Das bedeutet wieder I would like. Okay? Ich würde gerne. Das ist das Wort gerne, was den Unterschied macht. Wenn ich aber sage, ich würde das Museum besichtigen, wenn ich genug Zeit hätte, dann ist es I would visit. Okay, also gerne ist das Wort, das den Unterschied macht. Ich würde ins Kino gehen, wenn ich Zeit hätte. I would go to the movies if I had the time. So, I would go. Ich würde gehen. Würde, weil danach ein Verb kommt. Und noch eins. Ich würde einen neuen Kühlschrank kaufen, wenn ich keinen hätte. Also, es ist wieder I would und dann do something. I would buy a new fridge. Okay? So, das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen, ihr müsst aus diesem Video drei Sachen gemerkt haben. Erstens, ich
wäre gerne. Oder ich würde gerne. Das bedeutet I would like to be und I would like to do something. Okay? Und ohne gerne haben wir ich wäre, naja, ich wäre Professorin an der Uni. I would be a professor, a female professor. Und ich würde ins Kino gehen. I would go to the movies. Okay? Also, wäre benutzen wir, wenn wir ein Substantiv haben oder ein Adjektiv, Entschuldigung. Und würde benutzen wir, wenn wir ein Verb haben. Das ist auch alles erstmal für mein erstes Video zu Konjunktiv 2. Und dann schauen wir, welche Fragen zu Konjunktiv 2 ihr noch habt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.